بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah dem Herrn der Welten, der in seinem ehrwürdigen Koran so sagt. Und als euer Herr ankündigte, wenn ihr dankbar seid, werde ich euch ganz gewiss noch mehr Gunst erwiesen. Zitat Ende. Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt und dass unser Prophet Muhammad sein Anbetendiener und sein Gesandter ist. Allahs Segen und Frieden seien auf ihm, auf all seinen Angehörigen und denen, die ihnen bis zum jüngsten Tag aufrichtig folgen. Es geht heute um das Thema Zustände des Glücks und das und des Unglücks. Die Vorherbestimmung Allahs in seiner Schöpfung verlangt, dass das menschliche Leben zwischen Glück und Unglück, Enge und Großzügigkeit, Freude und Traurigkeit schwingt. Es sind die gläubigen Menschen, die in all diesen Zuständen entweder dankbar oder geduldig sind. Der Allahs Gesandter sagte, die Sache des Gläubigen ist wunderbar. Alle seine Angelegenheiten sind gut für ihn. Und dies ist bei niemandem so, außer dem Gläubigen. Wenn ihm etwas Schlechtes widerfährt, ist er geduldig und dadurch wird es gut für ihn. Und wenn ihm Gutes widerfährt, ist er dankbar und dadurch wird es auch gut für ihn. Zitat Ende. Durch Gnade und Wohltätigkeit Allahs gewährt er uns immer Leichtigkeit nach dem Unglück. So verspricht Allah uns im Koran und sagte, gewiss, nach der Erschwernis kommt die Erleichterung. Und der Prophet Muhammad sagte auch, auf Schwierigkeiten folgt sicherlich Leichtigkeit. Zitat Ende. Betrachtet man die Biografien der Propheten, Allah Segen und Frieden auf ihnen, findet er diese Bedeutung auffallend. Der Prophet Jakob verlor seinen geliebten Sohn Josef und ein paar Jahre später verlor er seinen zweiten Sohn, so dass er vor Traurigkeit und Weinen das Augenlicht verlor. Im Koran steht dazu, seine Augen wurden weiß vor Trauer und so hielt er seinen Kummer zurück. Dennoch gab er die Hoffnung nicht auf. Im Koran steht, O meine Kinder, geht und erkundigt euch über Yusuf und seinen Bruder und gibt nicht die Hoffnung auf das Erbarmen Allahs. Es gibt die Hoffnung auf das Erbarmen Allahs nur das ungläubige Volk auf. Zitat Ende. Glück kam aber zu ihm nach diesem Unglück. Allah der Erhabene sagt, und als nun der Fruchtbote kam, legte er es auf sein Gesicht und da hatte er sein Augenlicht wieder erlangt. Er sagte, habe ich euch nicht gesagt, dass ich von Allah weiß, was ihr nicht wisst. Zitat Ende. Allah rettete seine Propheten Jonah, also Jonas, Allahs Frieden sei auf ihm, so steht im Koran, und auch dem Mann mit dem Fisch, als er erzürnt wegging. Da meinte er, wir werden ihm nicht den Lebensunterhalt bemessen. Dann rief er in den Fensternissen, es gibt keinen Gott außer dir, preis sei dir, gewiss, ich gehöre zu den Ungerechten. Zitat Ende. Allah schenkte Zakaria das Kind trotz seines fortgeschrittenen Alters, seinen dünnen Knochen, seines verkleinerten Fleisches und des weißen Haares seines Kopfes. Er antwortete auf seine Anrufungen. Im Koran steht, da rief Zakaria seinen Herrn an und sagte, mein Herr, schenke mir von dir aus gute Nachkommenschaft. Du bist ja der Gebetserhörer. Und da riefen ihm die Engel zu, während er betend in der Zelle stand, Allah vergönnte dir, Yahya, ein Wort von Allah zu bestätigen, einen Herrn, einen Keuchen und Propheten von den Rechtschaffenen. Zitat Ende. Wenn man so die islamischen heiligen Texte gut liest, erkennt man, dass Allah für den Ausweg von Unglück und Prüfungen immer Türen und Schlüssen gesetzt hat. Dazu gehört vor allem die Frömmigkeit und Anrufung Allahs. So sagt Allah im Koran, und wer Allah fürchtet, dem schafft er einen Ausweg und gewährt ihm Versorgung, von wo er damit nicht rechnet. Und wer sich auf Allah verlässt, dem ist er seine Genüge. Allah wird gewiss die Durchführung seiner Angelegenheit erreichen. Allah legt ja für alles ein Maß fest. Und in einem anderen Koranvers steht, oder ist besser, wer den in einer Notlage Befindlichen erhört, wenn er ihn anruft und das Böse hinwegnimmt und euch zu Nachfolgern auf der Erde macht. Gibt es denn einen anderen Gott neben Allah, wie wenig ihr bedenkt? Zitat Ende.
Unglücksfall pflegte der Prophet Muhammad immer anzurufen: O Allah, keine Gottheit außer Allah, dem Großen, dem Nachsichtigen, keine Gottheit außer Allah, dem Herrn des großen Throns, keine Gottheit außer halb Allahs, Herr der Himmel und der Erde. Zitat Ende. In diesem Zusammenhang sagte der Prophet Muhammad: Wer von Sorge, Angst, Krankheit oder Unglück betroffen ist, möge er sagen: Allah ist mein Herr, er hat keinen Teilhaber. Wenn er so sagt, nimmt Allah das Böse hinweg. Zitat Ende. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Allah Segen und Friede sein auf dem letzten Propheten Muhammad, seiner Familie und seinen Gefährten. Wie wichtig und nutzbringend ist es für einen Menschen, in Zeiten des Unglücks und der Freude, in Zeiten der Prüfung und der Erlösung, Allah anzurufen. Wir müssen auch vermeiden, zu denen zu gehören, vor denen uns der edle Koran gewarnt hat. Es sind die Menschen, die die Segnungen Allahs immer vergessen und sie nicht anerkennen. Allah, der Erhabene, sagt: Und wenn dem Menschen Unheil widerfährt, ruft er seinen Herrn an, indem er sich ihm reuig zuwendet. Wenn er ihm Heraufgunst von sich gewährt, vergisst er, warum er zuvor angerufen hat. Und er stellt Allah andere als seinesgleichen zur Seite, um die Menschen von seinem Weg ab in die Irre zu führen. Und in einem anderen Koranvers steht: Und wenn den Menschen Unheil widerfahrt, rufen sie ihren Herrn an, indem sie sich ihm reuig zuwenden. Wenn er sie herauf Barmherzigkeit von sich kosten lässt, gestellt sogleich eine Gruppe von ihnen ihrem Herrn andere bei. Und im dritten Koranstelle steht: Wer errettet euch von den Finsternissen des Festlandes und des Meers, wenn ihr ihn in Unterwürfigkeit und im Verborgenen flehend anruft? Wenn er uns nun herausrettet, werden wir ganz gewiss zu den Dankbaren gehören. Zitat Ende. Diese Verse und viele andere Verse beschreiben die Situationen derer, die Allah in Zeiten des Unglücks und der Prüfungen mit Ehrfurcht anrufen. Wenn Allah ihr Unglück vertreibt, kehren sie zu ihrer Undankbarkeit zurück. Es ist daher notwendig, Allahs Segen im Fall von Leichtigkeit zu danken, den Prüfungen Allahs gegenüber immer geduldig zu sein und sowohl im Glück als auch im Unglück unermüdlich Allah zu beschwören. Der Prophet Muhammad, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte: Wer wünscht, dass Allah ihm in Not und Kummer antwortet, der möge reichlich beten, wenn er sich wohl fühlt. Und in einem anderen Hadith steht: Wende dich in Wohlstand an Allah und er wird dir in Not antworten. Auch Abu Dharr al-Ghafari sagte: Rufe Allah am Tag des Glücks an, dann wird er dir am Tag der Not antworten. Möge Allah den in einer Notlage Befindlichen erhören und uns allen dazu helfen, seinen Gnaden gegenüber dankbar zu sein.